Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Hä, das sind nicht 11 Leute. Oh, okay. Verstehe. Ja, zu einer neuen Folge Spellforce. Wir wollen das Dorf hier angreifen und, oh Gott, ich habe ein bisschen Angst. Ich habe gespeichert. Folgt mir. Ich spiele gerade hintereinander wieder weg, damit ich auch nicht vergesse, was ich vorhabe. Wir gucken mal, ob wir es schaffen. Wenn nicht, dann halt nicht. Wir gucken mal. So, ich versuche mal mit Lamp hier auch ein bisschen hier schneller zu machen. Sie sind hier. So, mal ein paar Sachen raushauen halt. Sind die alle aktiv? Ich glaube ja, wenn die da so leuchten. Ja, komm, das schafft er schon. Ihr macht das schon. Vorwärts. Nee, wartet, zusammenbleiben bitte. Ich muss halt hier immer ein bisschen aufpassen, dass die Verwundeten auch nachziehen. Und nebenbei hier noch ein bisschen gucken. Zu Befehl. Ui. Stehe bereit. Mach doch mal irgendwas Gutes. Greift sie an! Sie sind überall! Ja, da könnte ich noch ein paar Leute gebrauchen, aber sieht gerade auch schlecht aus, oder? Oh, doch, hier habe ich ein paar im Überfluss sogar. Na, dann geht ihr mal hier mit hin. So, jetzt gucken, kümmern wir uns wieder um unsere Truppe. Ach, die machen sogar schon ohne uns. Okay. Wenn wir Glück haben, können wir erstmal Gebäude zerstören, ohne die restlichen zu pullen. Wenn wir, ja, bis jetzt haben wir Glück. Dann können wir uns das kurz ersparen und vielleicht den Spawnpunkt den wegnehmen. Ja, Mister, kommen Sie. Na gut, haben wir leider nicht geschafft. Schade. Hätte ja klappen können. Ja, Nenfi ist ein bisschen im Bedrängnis, da muss ich jetzt ein bisschen aufpassen. Ja, komm mal ein bisschen weg. Die soll mal einen anderen anvisieren. Jetzt greifen wir nochmal neu an. Oh, wir haben aus Versehen Arbeit damit genommen. Na gut, passiert. Vielleicht wollte er einfach auch mal kämpfen. Kann ja sein, dass der auch mal was von der Welt sehen wollte einfach. Oh je, wir haben kaum noch Leute. Aber um die Gebäude zu zerstören, müsste es eigentlich reichen. Na komm, machen wir fertig. Sehr schön. Erwarte Befehle. Nee, ich glaube, du. Na, komm. Erwarte euer Kommando. Das Problem ist, wir haben so wenig Leute, dass es sein kann, dass die so schnell nachspawnen, dass wir hier ein bisschen überfordert sein werden. Gucken wir mal. Hier bitte mitkämpfen lernen. Wir nicht wieder rumstehen. Das kennen wir schon. Hier. Noch 6 Leute. Okay. In die Schlacht. So, jetzt macht ihn fertig und dann bitte die Gebäude schnell. Naja, das kann doch nicht so lang dauern. Kämpft, Männer! Bleibt standhaft, oh, da ist noch ein Goblin, der ist aber beschäftigt mit dem Skelett erstmal, das ist okay. Gebt das Zeichen. Okay, jetzt greift er an. Oh Gott, das ist ja hier ein kleines Trauerspiel. Okay, hat er geschafft. Gut, dann jetzt schnell, schnell, schnell. Dann haben wir hier wenigstens mal einen kleinen Quellgefahrenpunkt weg. Ich weiß nicht genau, ob wir von dem Punkt überhaupt angegriffen wurden. Aber falls wir das wurden, dann haben wir jetzt halt... Oh, guck mal. Wundkämpfer mal Warenstufe 9. Oh. Okay, hat sich schon mal gelohnt. Immerhin. Wie viel haben wir noch? 6 Leute immer noch? Das Ding hier haben wir gleich. Okay. Ja, danach würde ich sagen, gehen wir dann nochmal nach Hause, sammeln uns nochmal neu. Das sind immer noch genug. Das ist okay. Wie sieht es hier aus? Oh, hier wird sich gerade durchgeprügelt. Okay. Ich werde angegriffen. Ja, ja, ich sehe schon. Na los, Krieger. Hier haben wir doch noch Krieger rumstehen. Helft doch mal hier. Oh oh. Ja, hier werden wir gerade ein bisschen fertig gemacht. Okay, da kommen jetzt aber neue nach. Oh Gott, jetzt aber an mehreren Stellen hier gerade. Ach so, das sind aber nicht wir. Okay. Das sind die anderen. Wie sieht's hier jetzt gerade aus? Ui, das sind ja auch eine ganze Menge hier gerade. Und unsere Türme brennen. Oh, schade. Jetzt wollte ich noch einen davon machen, ging nicht mehr. Kann ich das wieder reparieren? Geht das?
Erwarte euer Kommando. Okay, ich glaube, das sind jetzt genug. Das ist okay. Wie sieht es hier jetzt aus, Leute? Für die Freiheit! Lenn hier bitte wieder nicht rumstehen. Oh, den Arbeiter habe ich gerade. Okay, stehen. Hier steht noch einer rum. Der kann uns aber quasi egal sein, würde ich sagen. So, wir haben es kaputt gemacht. Sehr gut. Sehr, sehr schön. So, das hätten wir. Dann schnell wieder nach Hause zurück. Und hier los. Ist unser kleiner Sammelpunkt. Oder sagen wir hier, weil wir gucken ja dann... Nein, nee. Schnell. Hier ist schon richtig. Die kommen ja von unten. Ja, jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Hier unten. Hier oben kommen auch sehr, sehr viele. Da müssen wir uns... Oh Gott, kommt da gerade eine Meute an. Ach du Scheiße. Ja, hier wird es auch langsam mager. Auch nicht mehr so viel, wie wir mal hatten. Ui. Zu euren Diensten. Alles klar. Hältst du noch durch? Ui, hier ist Mana auch leer. Hier stehen was auch alle nur noch Begehr? Rum und können eigentlich kaum noch was machen, oder? Sprecht. Ich eile. Ganz ehrlich, bau mal noch einen Turm. So, ihr steht eh gerade hier mehr oder weniger nur was noch doof rum, Begehr? Weil ihr nichts mehr machen könnt. Schon unterwegs. Von daher dann lieber so. Ein Überfall. So, wie sieht's hier aus? Gruppe Land 4 ist da. Okay. Hier. Nee, die Arbeiter will ich nicht auf wieder zusammenfassen. Mein Kommando. So, eine verfügt neue Gruppe. Du kannst damit machen, Arbeit. Arbeiter. Dich entlasse ich jetzt aus der Gruppe. Auf mein Kommando. Verstärkt die Verteidigung! Ja, verstärkt mal. Ich gucke jetzt erstmal, dass ich hier wieder neue Leute zusammenkriege. Ah, gut. Wir können updaten. Ach, wie schön. Ah, mehr Leute. Supi. Und diesmal bitte jetzt hier hin. Ihr reicht noch, das ist okay. Ich hätte aber echt gern den hier in meinem Trupp dabei. Alles klar. Den Berserker. Erwarte Befehle. Hier ist auch gerade schon wieder einiges los. Ja, Vorsicht, Sie sind hier. Aber ich glaube, das hier ist mir gerade ein bisschen zu wenig, was hier so rumsteht. Einen müsste ich schon noch hinschicken. Vielleicht baue ich hier auch noch mal einen Turm. Das ist vielleicht auch eine Möglichkeit. Ärmel hoch und los. Die Elfen sind fertig, okay. Wie sieht's hier aus? Auch noch ein paar Kriegerinnen hier hinstellen, zur Sicherheit. Und wir können ja auch noch ein paar Kriegerinnen wieder rüberbringen. Meine heilige auch hier mal ein Türmchen hinstellen. Zum Ruhme Arins. So. Schon unterwegs. Ja, vielleicht nehmen wir uns ich da höre? Wirklich nochmal. Warte mal. Ich sollte mir mal die Krieger hier auch ein bisschen markieren. Zu euren Diensten. Nee, mit der einen bitte. So, dann ist das jetzt Gruppe 2, wenn ich mir das merken kann. Ich höre. Ja, das sind auch nicht mehr so viele. Nee, da nehme ich jetzt keinen weg. Das wäre mir ein bisschen zu riskant. So, hier sind noch einige dazugekommen. Sehr schön. Das Speer. Ich hätte auch Scharfschutz machen. Boah, ich muss hier unten hin, aber das wird so... Boah. Das wird echt nicht einfach. Die Spinnen sind mir scheißegal. Und hier müsste ich auch noch eigentlich was machen, weil hier auch immer wieder Leute kommen. Schnell. Ja, gerade schwierig einzuschätzen, hier. Was jetzt mehr Sinn macht. Ja, komm, nehmen wir den kleinen Scheiß mal mit. Boah. Hier liegt aber eine Menge gerade rum. Feinde! Zu den Bögen! Bei den Elfen ist schon wieder frei. Kann ich hier noch irgendwas Sinnvolles machen? Noch ein Turm kommt, noch so dahin. Sei es. Dann haben wir hier wirklich auf die komplette Stelle. Front einmal gesichert, dass uns hier schon auch oben. Unterwegs. Das hatten wir auch Sie schon, dass hier oben sein. Einfach die durchgelaufen sind. Dann sind wir da ein bisschen sicherer. So, hier kommen echt viele immer an, deswegen würde ich hier auch noch einen Turm hinstellen. Und zwar weiter drinne, falls die wieder durchkommen. Das hatten wir hier auch schon an der Stelle. Weiter updaten kann ich wahrscheinlich nicht. Waren das wieder? 60 einen. Oh, 2000. Okay, das ist zu dauern. Komm, gib mir noch ein paar Scharfschützen her. So, und dann würde ich jetzt mit der Gruppe mal wieder losziehen. Ich glaube, ein paar spalte ich nochmal ab und lasse die hier stehen. Aber ja, ich würde dann gerne los. Erwarte euer Kommando. Es stehen auch noch vier Leute, aber gut, wir können ja wieder nachproduzieren im Notfall. Vielleicht nehme ich auch einfach die Gruppe, die nachproduzierten, die jetzt noch kommen, können ja dann hier stehen bleiben.
die ich jetzt gerade hier in Auftrag gegeben habe. Das ist ja schon mal 24 Leute, finde ich, ist eine ganz gute Gruppe. Ist eine ganz gute Gruppenstärke. Jetzt ist nur die Frage, wohin? Wir können auch hier hinten rum und das Übel beseitigen, was hier noch lauerte. Um von da mal Ruhe zu haben. Oh Gott, hier kommt auch schon eine ganze große Gruppe. Wie sieht es denn hier aus? Oh je. Ich glaube, da müssten auch welche hin. Nochmal. Ein paar starke. Einsatzbereit. Na, Türmchen, macht ihr auch was? Schießt ihr? Ich hoffe. Gut. Okay, Leute. Oh Mann. Man weiß echt nicht, wo man anfangen soll. Folgt mir. Ja, kommt mal mit. Schnell. Sofort. Mir nach. Wir machen das jetzt. Wir gehen mal hier runter. Wir gucken uns das mal an. Wir gucken mal, wie weit wir überhaupt kommen. Man muss ja ausprobieren. Das ist echt so ein bisschen, man muss hier einfach ausprobieren, was klappt und was nicht. Ich würde vielleicht sogar mal speichern. Oh, ja, der schöne Fehler. So. Bitte wieder zu Landfear, nicht ans Ende der Welt. Okay. Kann ich hier nochmal nachproduzieren? Nee, leider nicht. Aber ist, glaube ich, erstmal okay. Ja, doch, jetzt haben wir hier ein paar stehen. Das ist erstmal okay. Diener der Nacht sind hier. Was? Die Diener der Nacht? Verstärkt die Verteidigung. Okay, sind wir Vampire? Vorwärts. Boah, ey, was hier aber auch für Truppen kommen. Ist die KI vielleicht so, dass wenn sie merkt, dass ich angreifen will, noch mehr spawnen? Also manchmal habe ich so das Gefühl, dass dann immer mehr kommen. Wenn ich dann erstmal irgendwie unterwegs bin und wohin möchte. Macht ihr schön, ja. Mal ein paar Skelette holen. Ich glaube, ich habe gerade gar kein Skelett. Und da kommt schon die nächste Gruppe. Das gibt's, das ist echt krass. Also da muss ich dem Kommentar wirklich recht geben. Diese endlosen Gegnermassen, die einfach angeschwemmt werden, dass das echt ein bisschen, ja, den Spielspaß nimmt. Vor allem, ich finde, es müsste echt fair sein, so wie bei Siedler halt, dass die Gegner ja auch produzieren müssen, um Leute zu machen, also Soldaten herzustellen. Das ist ein bisschen unfair, dass die ja einfach aus dem Nichts spawnen. Weiß ich nicht, warum man sich dazu entschieden hat. Man hat ja an anderen Beispielen gesehen, wie es besser eigentlich geht. Naja, bin unterwegs. Ist halt leider so gemacht worden. Gehen wir es an. Ja, ganz ehrlich, was hier. An die Arbeit. Wie sieht es hier aus? Habt ihr noch Rune befiehlt? Ja. Auf dem Weg. Was ja, wünscht doch, die Rune? Doch, das ist okay. So, gehen wir wieder hier hin. Schnell. Das ist immer das Problem, wenn man überall sozusagen gleichzeitig was schon sein muss. Die Spinnen sind mir scheißegal. Folgt die tun mir ja nichts. Die greifen mich nicht an. Vorwärts. Es wäre echt schlimm, wenn die Spinnen auch noch ständig irgendwie Kinder produzieren würden und uns entgegenschmeißen würden. Das wäre echt schlimm. Hat das überhaupt geklappt? Ich weiß gar nicht. Sind auf Feinde gestoßen. Ja, kümmert euch um Feinde. In die Schlaf. Kommt noch ein Skelett. Boah, wir müssen uns so beeilen, um da überhaupt anzukommen, bevor wir so krass dezimiert sind, dass wir keinen mehr dabei haben. So, wir sind da. Ach, das ist hier erstmal nur ein Vordorf zur Stadt. Okay, vielleicht hört sie da dann schon auf, wenn wir dieses Vordorf besiegt haben. Das könnte natürlich gut sein, dass damit schon sich erstmal erledigt hat, die Anstürme. Aus der Stadt kommen die dann wahrscheinlich gar nicht. Sind auf Feinde gestoßen. Und das muss man halt auch erstmal wissen. Ne? Das erfährt man halt auch nur, wenn man da ist. Habe ich hier nicht noch einen Helden dabei? Ja, genau dich nämlich. Guck mal deine Stärken. Vorsicht, Gegner! Den anderen hätte ich nochmal. Ah, der kann gerade nicht. Okay. Oh je, Lenfe, komm mal ein bisschen raus. Du bist mir da gerade ein bisschen zu in Gefahr. Verstärkt die Verteidigung! Ihr könntet ja schon mal anfangen, wenn ihr gerade eh nicht kennt. Überall. Erwarte Befehle. Und ihr macht da. Okay, das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Ja, Hammer. Auf mein Kommando. Für die Freiheit. Das hier ist direkt zerstört. Das hat auch nur zwei Gebäude. Ah, von hier oben kommen sie auch. Okay. Okay. Na gut. Bereit. Aber wir haben immer den Spawnpunkt schon mal weg. Das ist doch schon mal was. Jetzt müssen wir uns leider hier kurz um die Gruppe kümmern. Verstärkt die Verteidigung! Sie kreisen uns ein!
Bereit für den Kampf. Oh, dann kümmert euch schon mal um das Gebäude. Okay, das kriegen wir gut hin. Sehr schön. Kein Spiel. Aber hier ist tatsächlich schon die Stadt. Okay. Aber von da scheint tatsächlich keiner zu kommen. Also zumindest jetzt sieht es nicht so aus, als würden da Leute durchs Tor kommen. Die waren wirklich von hier und von da oben kommen sie. Sie schlagen zu. Was auch immer da oben ist. Wir haben nur zwei Leute verloren. Das ist eine gute Bilanz, finde ich. Sehr, sehr gut. Mache ich hiervon noch ein paar. Und ein paar davon. Schauen wir mal kurz, wo werden sie am nötigsten erwarte gebraucht? Euer Kommandobefehl. Überall gerade so ein bisschen. Ja, ganz ehrlich, ich will den kleinen Mist hier nicht einsammeln gerade. Sofort. Hier nehme ich nochmal eine mit. So, dann und gucken los. Wir mal hier nach oben noch, warum die von da jetzt kamen. Mir nach. Was wir hier noch so haben. Ich speichere. Ich glaube, gerade hier ist es jetzt doch mal nötig, ein bisschen öfter zu speichern. Ja, bitte. Sofort. Hui. Aufregend. Sehr aufregend, sehr spannend. Wir sind in Gefahr. Okay, ich dachte gerade, meine Heldin wäre gestorben. Das wäre nicht so gut. Ach so, jetzt habe ich es ausgemacht. Nein, das wollte ich gar nicht. Bitte wieder anmachen. So. Und los. Links, rechts? Ich weiß nicht. Folgt Gehen wir mir. Mal kurz nach links, aber ich glaube eher rechts, oder? Hier laufen nur welche lang, aber von da kommen sie, glaube ich, nicht. Sofort. Auch nicht. Oh. Zur Ehre, hier sind wir angegriffen. So, kümmert euch mal drum. Okay, alles gut, alles gut. Schnell. Okay, die scheinen von hier rechts zu kommen. Das interessiert uns nicht. Das machen ja meist die anderen, oder? Ach, da ist einer von uns so weit rübergelaufen. Na gut. Ist ja leider so. Folgt mir. So, sofort. Jetzt müssen wir mal ein bisschen aufpassen. Ah, hier ist ein Dorf. Okay, darum kümmern wir uns sofort. Brigand-Scharfschütze. Aber ich glaube nicht. Oh, schnell. Halt. Kämpft, Männer! Ein Kontakt! Kümmert euch mal darum. Sind auf Feinde gestoßen! Vorsicht, sie okay, sind hier! Das kriegen wir locker hin. Hallo? Mit angreifen, bitte. Goblins gehen ja mal relativ schnell. Die haben nicht so viel Leben, das ist okay. So, und dann los. Jetzt schnappt sie euch. Das ist ganz gut. Wir dezimieren wirklich gerade die ganzen Spawnpunkte. Das ist echt gut. Dann werden wir im Dorf nicht mehr so oft angegriffen und können uns um die wichtigen Dinge kümmern. Ja, so langsam. Ich entwickle langsam so die Taktiken für das Spiel. Wie man da am besten rangeht. Es ist ja auch schon echt ewig her, seit ich es gespielt habe. Also, ich weiß gar nicht, wann ich das als Jugendliche gespielt habe. Letztens hatte ich ja nachgeguckt, wann das Datum überhaupt war, wann das Spiel rauskam. Also, es ist ja echt schon lange her. Und ich weiß gar nicht, ob ich jemals so lange gekommen bin. Also, ich hatte früher, so gerade was so Aufbau und Strategie angeht, immer lieber gebaut, als dann wirklich gekämpft. Und ich glaube, bei dem Spiel habe ich wirklich sehr, sehr schnell die Flinte ins Korn geworfen. Weil mir das einfach zu viel Kampf und zu anstrengend war. Und wenn ich mir das jetzt so angucke, weiß ich auch wieder warum. Ich weiß gar nicht, wie man das Skin schaffen soll. Also, die Verteidigung. Ja, ich schaffe es ja jetzt kaum. Ich weiß nicht, teilweise habe ich als Kind auch schwierige Sachen besser geschafft. Folgt mir. Früher war man ja auch noch nicht so verwöhnt. Schnell. Da war ja alles noch ein bisschen schwieriger. Zum Angriff. Hier sind ganz viele Spawn-Punkte, okay. Kein Wunder, dass wir so zugespammt werden. Ja, jedenfalls teilweise habe ich als Kind noch Sachen geschafft, die schaffe ich heute tatsächlich nicht mehr. Gerade wenn es um Spiele wie Super Mario und so geht, da habe ich irgendwie heute einfach nicht mehr den Nerv für, merke ich. Einerseits bin ich zwar reifer und kann ja besser mit Steuerung und sowas alles umgehen, andererseits habe ich aber als Kind irgendwie, ich weiß auch nicht, ich weiß nicht genau, woran es liegt. Wahrscheinlich wirklich, weil einfach die Spiele damals ein bisschen schwieriger noch gestaltet waren. Von allem her, einfach auch von der Benutzerfreundlichkeit. Halt schwieriger waren, weil meist gar nicht gesagt wurde, was man überhaupt machen soll. Ich da an die alten Zelda-Spiele denke, wo man einfach da stand und gar nicht wusste, was eigentlich die Aufgabe gerade so wirklich ist, wo man hingehen soll. Oder in einem Tempel steht und quasi jede Wand sprengen könnte und gar nicht weiß, welche man jetzt sprengen soll. Und los! So, das ist auch zerstört. Sehr schön. Sehr schön. Dann haben wir das hier alles tatsächlich leer gemacht. Supi. Dann würde ich fast sagen, erstmal wieder Rückzug. Folgt mir. Und wir kümmern uns um die Nächsten, die uns die ganze Zeit anstürmen. Hier oben sehe ich noch Häuser. Okay.
Also müssen wir jetzt auf der Seite hier uns noch kümmern um die Leute. Wie gesagt, wir machen uns erstmal wirklich eine ruhige Karte. Folgt mir. Also, dass die ganzen Attacken auf uns aufhören, weil das könnte uns jedes Mal von hinten halt das Genick brechen, wenn die es schaffen, unsere Stadt einzurannen. Das Gute ist, hier haben wir auch noch einige Leute, da können wir uns nochmal welche wegschnappen im Vorbeilaufen. Zu euren Wie sieht's hier mittlerweile aus? Das ist immer noch okay. Die scheinen sich gut heilen zu können. Das klappt hier einfach. Ich produziere nochmal eine nach. Hier kommen sie halt auch noch. Verteidigt unsere Stadt. Da müssten wir vielleicht auch nochmal gucken. Bereit für den Kampf. Bin ich mir noch nicht so ganz sicher. So, ein paar lasse ich noch stehen, falls sich ein paar Einzelne noch verirrt haben und noch nicht dazu gestoßen sind. Moment, wie laufen die denn gerade? Okay. Die laufen etwas blöd, so wie ich es eigentlich nicht gewollt habe. Könnte fast sein, dass wir jetzt in Gegner reinrennen. Schauen wir mal. Andererseits decken wir das hier gleich mal mit auf. Das ist gar nicht mal so schlecht. Blöderweise muss ich gleich aufhören, weil ich zur Uni muss und dann ist die ganze Karte wieder schwarz. Ach, das ist immer ärgerlich. Das ist immer blöd, wenn man dann neu startet, dass dann alles wieder weg ist. Was man so aufgedeckt hat. Oh, guck mal, hier steht noch ein Haus, aber glaube ich kein Spawn, wenn ich das richtig sehe. Wir können es trotzdem kaputt machen. Einfach so aus reiner Zerstörungswut und Freude. So, von uns sind noch ein paar gestorben. Kann ich nicht schon wieder hier ein bisschen nachmachen? Ein paar. Jawohl, Befehl verstanden. Ja, da haben wir auch nochmal eine ganze kleine Armee. Sehr schön. Ihr kümmert euch. Hier stehen schon wieder welche rum. Zum Angriff! Sehr schön. So. Wir machen alle hier im Durchmarsch noch fertig. Sind auf Feinde gestoßen. In die Schlacht. Erwarte Befehle. Ihr könnt euch ruhig noch um die kümmern. So, aber kein Spawnpunkt, deswegen bringt es nicht wirklich was, aber okay. Ja, wir sind zeitmäßig auch schon wieder dran. Okay, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge gucken wir mal, was wir als nächstes fertig machen. Wahrscheinlich hier oben das dann. Würde ich fast sagen. Oder das links halt auch noch. Das wäre auch noch eine Option. Wo bin ich denn gerade? Ja, da gucken wir dann mal. Wir im Vorbeigehen nehmen wir auch noch ein paar Soldaten wieder mit. Wir haben ja einige jetzt doch noch verloren. Schnell. Aber im Großen und Ganzen sieht das ganz gut aus hier. Oh, ist noch gar nicht fertig? Doch. Ja, dann würde ich sagen, wenn euch die Folge feiert, gerne ein Like da lassen. Mir nach. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.